Ja, hallo und herzlich willkommen Minecraft-Freunde auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Und zwar habe ich mir heute mal überlegt, wollte ich ein kleines Experiment mit euch machen. Und so wie ihr hier im Hintergrund schon aufgebaut seht, eine Wasserstraße und eine Schienenweg. Und zwar geht es darum, Items von A nach B zu transportieren. Und jetzt stelle ich mal an euch die Frage, welcher Weg ist schneller? Also wo werden die Items schneller transportiert? Über den Schienenweg oder über den Wasserweg? Und das könnt ihr jetzt während meines Intros einmal kurz euch überlegen. Ja, und da sind wir auch schon wieder und weiter geht's. Und zwar wollen wir das Ganze jetzt einmal auflösen. Ich hoffe, ihr habt eure Tipps schon abgegeben und habt euch schon überlegt. Oder vielleicht wisst ihr es sogar. Also hier haben wir einmal den Wasserweg. Und daneben an den Schienenweg. Hier habe ich die Blöcke einmal drüber gemacht. Die Blöcke sind jeweils hier drin, damit wir nachher da hinten erkennen, welcher Block zuerst da reingeht. Und zwar, das machen wir mal weg hier. So. Und zwar sind exakt die Ticks genau die gleichen hier. Also beide Spender werden zum gleichen Zeitpunkt aktiviert und schmeißen zum gleichen Zeitpunkt die Items halt jeweils rein. Und jetzt stellt sich die große Frage, welcher Weg ist schneller? Und das Ganze wollte ich mit euch hier mal austesten. So, hier haben wir ein paar Trichter gemacht. Die führen zum auch rechts. Links 3, rechts 3, so dass beides fair gleich ankommt. Und zwar lösen wir das Ganze mal jetzt auf. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr richtig getippt habt oder falsch gelegen habt. Jetzt drücken wir mal den Knopf und drücken mal hier drauf und warten, welches Item zuerst ankommt. Die Spannung steigt. Tada, da ist das erste Item, da ist das zweite Item. Und zwar das schwarze war zuerst drin. Also heißt, der Wasserweg ist schneller wie der Schienenweg. Hättet ihr das gedacht? Ja, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr vermutet habt oder ob ihr es schon wusstet, dass das schneller geht. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal und zeigen mal von oben. Da kommt das Item angesaust, zack, und als erstes drin und das Minecart kommt hinterher. So, dann gucken wir nochmal beide drin. Ja, so wie ihr seht, ist tatsächlich die Wasserschiene schneller, der Wasserweg schneller wie der Schienenweg. Und zum Vergleich habe ich hier nochmal, hier sind ja die Schnelligkeit verdankt, der Wasserweg natürlich dem Packeis hier drunter. Normales Packeis. Und das lässt die Items schneller glitschen und gleiten. Habe ich hier nochmal einen Vergleich. Einmal ohne Packeis, also nur Packeis hier zwischen. Und hier drunter unterm Wasser ist kein Packeis und hier halt mit Packeis. Jetzt stellen wir das einmal kurz um. Und dann gucken wir nochmal, welches von beiden hier schneller ist. Warum wird das hier einmal Verbindung kappen? So. Schnell zurück. Und was vermutet ihr hier? Aber hier wird es mehr oder weniger eindeutig sein, welches zuerst ankommt. Und dann drücken wir hier mal. Schauen wir, welches kommt zuerst an. Zack, da haben wir es gesehen. Das andere kommt gar nicht. Also, okay. Achso, das geht da drüben rein. Aber ihr habt ja gesehen, dass das hier angekommen ist. Jetzt gucken wir mal. Mensch, wo bleibt denn das andere? Da kommt es angedackelt ganz langsam. Also ihr seht schon den Unterschied, wenn ihr eine Item-Transportleitung mit Wasser macht, immer Packeis drunter machen, dann funktioniert das viel, viel schneller. Ja. Das war jetzt so mal mein kleines Experiment. Ihr könnt ja mal drunter kommentieren, ob es euch gefallen hat. Was eure Vermutung gewesen war, ob ihr richtig gelegen habt oder falsch. Ja, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, soll es für diese Runde auch schon gewesen sein.
mit meinem kleinen Experiment für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und kommentiert fleißig in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin. Ciao.